So mit Anlauf. Oh. Ich stelle mir das einfach nur schmerzhaft vor. Dein Liebesleben stelle ich mir schmerzhaft vor. Ja, weil ich keins habe. You ready? Wenn ich jetzt Nein sage, ist blöd. Das wird dann dumm, ja. 3, 2, 1. Scheiße, nochmal. Hi, mein Name ist Nico und das ist Fabi. War so eine Millisekunde daneben. Nochmal neu? Das war niemand. Ich bin heute Startland Gate. Ich freue mich so, dass du mitgemacht mitmachst mit mir. Ja. Keiner will mehr. Ich frage mich auch warum, ehrlich gesagt, aber. Ich weiß warum, aber ja. Startup Plus, Gay Bisexual Edition. Guck mal bei ihm vorbei, Link in der Beschreibung. Es gibt ein Abo da und lass es gerne dann rum, wenn es gefällt. Ich würde sagen, let's go. Was haben wir denn mit Kategorie, Fabi? Wir haben Unfall, Trennungsgrund, Grindername, Pissname und Stellung. Stellung. Niveau ist heute groß geschrieben, by the way. Ja, ich finde übrigens Grindername, ich meine, das war ja auch mein genialer Einfall. Das stimmt. Das ist die beste Kategorie, die es gibt. Wo du nie Grindername hattest du, ne? Grindr. Ich habe noch nie Grindr genutzt, aber also irgendwie alle meine Freunde ja. Nutzen das und ich bin immer wieder erstaunt, was für lustige Nutzernamen da Menschen haben. Also ich würde mir, ich wäre gar nicht so kreativ, ich glaube, ich würde mich einfach Adrian Grischkat oder so nennen. Habe ich mal N-Punkt genannt. Ja. Nein, nicht N-Punkt wie G-Punkt, sondern N-Punkt. Ach so. Nicht N-Punkt. Ich dachte. Okay. Das wäre lustig gewesen. Das ist vielleicht dann der Grund, warum du auch Single. Okay. Nein, ja. Wir fangen an. Hallo. Ich sag A, du sagst Stopp, okay? Ich sag. A. Stopp. H. So eine Scheiße. Bitte denk nicht schlecht von mir, okay? Nein. Okay, stopp. Das letzte ist ganz peinlich. Ich habe auch ganz schnell gelacht, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht, ob ich durchgehe, aber ich hab's probiert einfach mal. Mhm. Unfall. Fang du bitte an. Also du musst es bitte bildlich vorstellen. Ja. Bevor so eine Frau mit langen Haaren. Was? 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 Was mit Haaren? Okay. Ich hab geschrieben Haare geklemmt. Nein. So? Ich wusste nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe Haarverzwickung geschrieben. Ja, Verzwickung. Dass ich erbe, dass halt die Haare sich so verfangen haben. Und okay, das heißt, wenn wir das gleiche haben, gibt es noch 5 Punkte, ne? Ich dachte, das ist so dämlich, dass das wird ja niemals akzeptieren. Hast du einfach das gleiche. Watch me. Welcome to my channel. Trennungsgrund? Sag du. Es ist bei mir total langweilig. Ich habe einfach nur so, ja, so herabschauend, herabwürdigend. Weißt du, wenn dann zum Beispiel dein Partner dich den ganzen Tag fertig macht, dann du erst der King und sein Beruf ist so toll und ach, ja. Was machst du schon? Und Herbert war besser. Nein. Ich müsstest du noch einen Bonuspunkt bekommen, weil ich finde dann viel Lust. Meinst du einfach so normal? Grindername? Das ist jetzt eine Story wegen Herbert. Ich habe geschrieben, Herbert ist wieder Ritt. Ah, ich habe Honeyboo. War das auch cute? Oder? Weil du mit dem so Spaß haben kannst, wenn du mit dem schreibst. Das wäre echt ein schrecklicher Grindr-Name. Das ist furchtbar. Also, das kann auch nur jemand sein, der so über... So ein 60-jähriger Opa. Ja, ich wollte gerade sagen, über 50 muss aber ja schon besser. Sein. Ja. Das ist echt schrecklich. Das ist echt schrecklich. Ich habe auch gecheatet. Das war das Letzte, was mir eingefallen ist. Nein, das kann ich eigentlich gar nicht machen. Ich habe an Haar gedacht, dann habe ich irgendwie bei an hoch gedacht. Ja, weißt hoch du was? Oder? Ja, nein, aber ich bin also, groß und. Also nein, hoch? Nein, nicht hoch. Und ich habe Hoher Hugo geschrieben. Hoher Hugo? Also, du musst dir jetzt einen Hasen vorstellen, die sind ja so flauschig. Uh-huh. Und haben so Fell. Ich musst dir einfach so einen unrasierten vorstellen, der dann hat so eine Hasenpfote. Aber ich weiß, es ist gecheatet. Hasenpfote? Ja, weil es so. Als Name für ein P. Ja. Es ist, ja, doch. Ja. Doch, kann man machen. Stellung ist übrigens ganz schlimm. Ich dachte, das können wir nicht gelten lassen bei mir. Ich habe einfach halt so von Doggy ins Deutsche übersetzt Hund genommen. Aber ich glaube. Ich habe geschrieben, Palla die Waldfee, weil es dann so. Spaß. Ist das eine offizielle Kette? Ja, bestimmt nicht. Keine Ahnung. Okay, ich dachte schon, aber ich weiß es nicht. Auch nicht. Das sind die Videos, die übrigens auch den meisten Mehrwert haben. Definitiv. A. Stopp. B. Ich bin gar nicht on. I. Meine Gedanken. Stopp. Nein, ich habe nur 2 Sachen. Was? Ja, ich war. So ein Unfall? Ja. Busenquetscher. Oh. Du warst so richtig dabei und. Ja, und ich wollte es alles geben, aber das war zu viel. Dabei hast du ihre Brüste eingequetscht und das tat so weh, ihr musstet aufhören. Und das ist der Busenquetscher. Ich hab geschrieben, Beine zu weit gespreizt. Weil es dann so. Tat dann weh irgendwann. Dein Trennungsgrund, hast du einen? Nein. Ich hab geschrieben, schon mal, du bist verheiratet und dein Partner ist jeden Abend feiern oder so. Aha. Und du denkst schon, er hat so eine Affäre. Und dann ist der Trennungsgrund Biergeruch jeden Abend. Also immer so vom Feiern heimkommen. Und dann okay, Biergeruch ist gut, ist gut. So ein Namen? Ein Name? Ein Grindr-Namen. Ein Grindr-Namen, ja. Der Blowboy. Oh. Ist nicht schlecht, oder? Ich hab geschrieben Billy's Boy. Okay. Wegen Billy Boy. Aber wir beide haben an Boy gedacht. Ne? Das war mit B und B. Gedacht. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich habe auch. Das haben ganz basic gemacht, Billy Boy. Oh Mann, das wäre einfach, aber ich finde das. Aber das ist ja.
Ja, lass ich gelten, lass ich gelten. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Hast du eine Stellung? Nein. Ich habe einfach Blowjob. Da habe ich auch dran gedacht, aber ich habe gedacht, das ist ja keine Stellung. Das ist ja kein, also... Performst deinen Körper. Ja. Du musst auch nichts sehen lassen, ist okay. Nee, ich würde dir das gönnen. Ich überlege gerade nur... Ja, dann nehmen wir es als Stellung, Blowjob. Voll nett von dir. Bitteschön. Mann, die Runde war schlecht, okay. A. Stopp. L. Ach, ich hatte deine Stellung, ekelhaft. Stopp. Hast du was? Ich habe keinen... Unfall. Das ist aber traurig. Ich habe Lanze gebrochen. Das finde ich. Habe ich jetzt 20? Oh, habe ich auch nicht auch 20 bekommen jetzt? Bei drei Sachen. Du hast jetzt schon gewonnen, du musst ja keine Punkte mehr zählen. Trennungsgrund. Ich habe einfach nur geschrieben, Langeweile. Das ist legitim. Ich habe geschrieben, Leben am Limit. Grindername? Lutschgeil. Ich habe einfach nur Loveboy geschrieben. Das ist auch cute. Ich bin auf deinen gespannt, ehrlich gesagt. Langer Ludwig. Ich habe geschrieben, Lolli. Lolli? Langer Ludwig. Stellung. Da habe ich die Liebesschaukel. Das ist cute, ich habe geschrieben Landebahn. So mit Anlauf. So mit Anlauf! Oh. Ich stelle mir das einfach nur schmerzhaft vor. Dein Liebesleben stelle ich mir schmerzhaft vor. Ja, weil ich keins habe. A. Ah. Ich hab gar nicht gezählt. Wow. A. Ah. Stopp. T. Ich liebe meinen Trennungsgrund. Du bist so schnell, du musst mir mehr Zeit lassen. Ja? Okay, ich schreib ganz langsam. Ja. Das ist dein Unfall. Das ist richtig schrecklich. Tiefgang. Ja. Jetzt erklär mal bitte. Wenn er zum Beispiel einen zu großen, okay, langen und... Du dachtest, du warst ready, aber ach, du verstehe, warst nicht ready. Das tut dann weh. Ja. Ich hab bestimmt Teile gebrochen. Das sind so die Next Step von dir. Teile gebrochen? Nein, Teile, sagt man das? Also Teile? Ja. Also Teile so wahrscheinlich. Dein Next Step. Okay, okay. Wenn es dann so groß war, kannst du mal brechen. Okay, Trennungsgrund. Was ist mein Trennungsgrund? Bitte hau nichts raus. Ich verlasse das Video, wenn es zu schlimm ist. Ich hab geschrieben, TG war aus. Das ist total langweilig, was ich habe. Ich habe Tratschtante. Was ist denn los mit dir? Ja, ich oder? Ich so, mal aus, du so Tratschtante. Tratsch, ey, wenn er zu viel redet. Oder zu viel redet? Ach, ich stehe. Ich weiß, meins ist kacke. Es so. Ist okay. Ich habe niemand gejudged. Grindername. Toyboy. Ich habe Trustboy. Weißt du, warum? Wir waren die Boys. Vertrauen und deswegen schreibt man dir und eigentlich will er. Und dann kommen die Dickpics geschickt. Genau, genau. Dein Name? Bitte sag deinen zuerst. Ich habe geschrieben Toy. Ich habe Turm. Ja gut, ja, ich, Turm denkt man schon an so XXL, ich, ne? Ich wollte Turm von Pisa machen, aber der ist ja schief. Und das ist ja vielleicht gibt gar nicht so... Schiefe. Dann spoilert man ja direkt schon so. Stellung. Ich weiß nicht, ob das eine Stellung ist, aber ich weiß bei mir auch nicht, deswegen wollte ich das du machen. Ich hab Teufelsdreier. Oh, das habe ich schon mal, glaube ich, gehört. Ich habe mit Michael Schäfer ein Video gedreht, dann gibt es einen taktischen Dreier. Ich glaube, zwei Männer, eine Frau. Und was hast du? Tantra. Ist das was? Ich habe das mal irgendwo gehört. Was ist denn Tantra? Hey Siri, was ist Tantra? Die indischen Philosophie und Religion, die zunächst als esoterische Form des Hinduismus und später des Buddhismus innerhalb der nördlichen Mahayana-Tradition entstanden. Ich glaube, ich habe verloren. Ich. Vielleicht ist es, gibt es das Wort noch in der, aber das war nicht die Definition. Das war die unfreundliche Definition. Ja, das lasse ich nicht gelten. Hast du über 200 Punkte? Ja. Über 250 Punkte? Ich habe 250 Punkte. Oh, ich habe 280 Punkte. Okay, dann hast du doch, dann habe ich doch am Ende ein bisschen aufgeholt, aber es hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, war mein Neid. Ah, schade. Aber es ist auch so, ich glaube, das Problem ist, ich hatte so Ansprüche an meine Ergebnisse. Musst du hier ablegen, diesen ja, Format. Einfach irgendwas dahinschreiben. In diesem Format darfst du keine Ansprüche haben. Ja, nur so gewinnt man. Trotzdem ist dein Kanal in der Beschreibung verlinkt. Guck gerne vorbei. Ja, lass gerne ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Du und ich haben Namen und Stimmen.